Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, es gibt wieder ein kleines Unpacking, und zwar habe ich bei Rebuy und Medimops bestellt. Und eigentlich sollte es nur eine kleine Medimops-Bestellung werden. Und weil auch da zum Beispiel das Buch jetzt für unseren Leseclub Mats dabei gewesen ist. Und dann hatte aber Rebuy, versandkostenfrei ab 20 Euro Bestellwert. Und meine Schwester war schon länger auf der Suche nach einem Buch und hat es da dann nun endlich gebraucht, sozusagen erhalten. Und sie hat dann gemeint, Mensch, das sind aber nur um die 11 Euro, du findest doch bestimmt auch noch was. Ja, und die liebe Steffi hat sich sozusagen auf den Weg gemacht, Rebuy. Und natürlich habe ich was gefunden. Und das packen wir jetzt auch dann miteinander aus. Aber ich denke, wir starten mit den drei Büchern von Medimops, die schon gestern angekommen sind, die ich dementsprechend auch schon aus dem Karton entlassen habe. Und wir starten einfach mit dem ersten Buch, was auch der Grund für die Medimops-Bestellung war. Denn es ist Der Teufel von New York von Lindsay Fay. Das Buch wollen wir ja zusammen im März lesen im Leseclub. Ihr habt es gewählt, beziehungsweise alle, die natürlich an der Umfrage teilgenommen haben. Und ich habe das gebraucht erstanden. Es ist rund gelesen, sieht aber sonst noch wirklich okay aus. Also ich habe es auch, glaube ich, im Zustand sehr gut gekauft. Ja, sehr gut. Ich muss sagen, so rund gelesen ist nicht immer bei mir sehr gut. Aber sonst sieht es top aus. Und das Büchlein hat ja auch fast 500 Seiten. Und man kann nicht anders, als wenn man es eben liest, dass es dann irgendwann mal rund wird. Das ist bei Taschenbüchern so. Und ich bin froh, dass ich es günstig geschnappt habe. Freue mich auf unsere Leserunde und habe das Büchlein jetzt eben hier. Dann ein Buch. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Es stand vor einiger Zeit schon mal auf meiner Wunschliste. Und da ist es aber irgendwie dann runtergekommen, weil auch das nächste, neuere Buch sozusagen des Autoren dann herausgekommen ist. Und von diesem Buch, Neandertal, hat Chrissy von Chrissys kleiner Welt unglaublich geschwärmt. Und dann dachte ich mir, bevor du das neueste Werk von ihm liest, holst du dir von Jens Lubade einfach, ich glaube, es ist auch sein Debütroman, ich weiß es jetzt nicht genau, und zwar Unsterblich. Und es sieht optisch doch wirklich mega aus. Und es ist hier ja im Grunde eine Science-Fiction-Story. Diese Zukunft ist nur einen Klick entfernt. Und es geht hier eben um Virtual Reality Implantate, wo eben die Menschen als perfekte Kopien von sich selbst für immer weiterleben können. Auch Marlene Dietrich ist als Star wieder auferstanden und wird weltweit gefeiert, bis sie eines Tages spurlos verschwindet. Doch das ist eigentlich unmöglich. Und der Versicherungsagent Benjamin Kari macht sich auf die Suche nach ihrem digitalen Klon. Und man sieht schon von vorne, dass es natürlich um Marlene Dietrich ging. Und ich finde, das klingt unglaublich spannend. Und ich habe auch schon den Innenklappentext sozusagen gelesen. Und mich hat das einfach wieder angefixt. Und ich dachte, bevor ich mir Neandertal hole, das neueste Werk, schaue ich mir erstmal Unsterblich an, da man eben so ein bisschen auch den Schreibstil vom Autor kennenlernen kann. Und dann ist ein kleines, dünnes Büchlein bei mir eingezogen. Das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens von John Strzelecki. Strzelecki? Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, das ist eine Empfehlung von zwei oder drei Freundinnen, ganz unabhängig voneinander. Und dieses Buch taucht dabei immer wieder auf. Und letztens hat mich tatsächlich eine der Freundinnen gefragt, sag mal, das hast du noch nicht gelesen. Gerade du, die dich ja mit solchen Dingen doch sehr oft beschäftigst, wie kannst du das noch nicht haben? Jetzt habe ich es mir für einen Schnäppchenpreis geholt. Es ist wirklich sehr, sehr dünn, es ist aber in einem guten Zustand. Es hat hinten auf dem Preis, auf dem Originalpreis einen Aufkleber, also es war wahrscheinlich ein Geschenk. Und es heißt so schön, dieses Buch berührt die Seele. Im Leben ankommen. In einem kleinen Café am Rande der Welt wird John, ein stets gestresster Manager, mit Fragen nach dem Sinn des Lebens konfrontiert. Diese führen ihn gedanklich weit weg von seiner Büroetage an die Meeresküste von Hawaii. Dabei verändert sich seine Einstellung zu Leben und zu seinen Beziehungen. Und er erfährt, wie viel man von einer weißen, grünen Meeresschildkröte lernen kann. So gerät diese Reise letztlich zu einer Reise zum eigenen Selbst. Und meine Freundinnen haben natürlich absolut recht, wieso habe ich dieses Buch noch nicht gelesen, geschweige denn auf dem Sub.
und wie kann das sein? Und ich musste das einfach ändern. Und ja, dementsprechend ist es bei mir eingezogen. Auch in einem, wie gesagt, sehr guten Zustand. Kann man wirklich nicht meckern. Ich hatte letzten Zeit jetzt wirklich immer sehr, sehr viel Glück bei Medimops, nachdem ich ja einmal beim Lavendelgarten so ein absolut verlottertes Buch bekommen habe, scheinen die sich vielleicht meinen Namen irgendwo aufgeschrieben zu haben. Aber gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall noch zu Rebuy. Hier habe ich nämlich neben Büchern auch noch ein bisschen was anderes bestellt. Aber wir gucken einfach mal hoch der Reihe nach, ja, was so drin ist. Von meiner Schwester das Buch, das habe ich schon raus, das hat sie schon bekommen. Und fangen wir an mit einem ja, Krimi-Thriller, einer Empfehlung von einer Zuschauerin von Judith Winter Siebenschön. Und hier geht es ja, um Emily Carpelli und Mai Su. Und die ermitteln in diesen Fällen, das sind zwei brillante junge Ermittlerinnen, vier bizarr inszenierte Leichen, eine mathematische Formel, die den Takt des Todes vorgibt. Ach, die Katzen und Karton. Ja, es ist der erste Fall dieser beiden Ermittlerinnen. Und es heißt hier, Theo wahrscheinlich hat versagt. Erstaunt blickt Christina Höfken auf. Wer um Himmels Willen ist Theo? Sie liest weiter. Du solltest dich lieber beeilen. Die Adresse ist Fordstraße 237. Ach übrigens, ihr Name ist Jennifer. Der rätselhafte Brief lässt Christina nicht mehr los. Gemeinsam mit ihrem Mann fährt sie zu der angegebenen Adresse, auch wenn sie nicht daran glaubt, dass sie dort tatsächlich etwas finden wird. Ein großer Irrtum, denn es erwartet sie eine grausige Entdeckung. Und ich weiß gar nicht, unter welchem meiner Videos das gewesen ist. Und da wurde mir das empfohlen, weil es hier eben auch eine asiatische Ermittlerin mitgibt und da natürlich irgendwie so ein spezieller, ich sage es nicht Konflikt oder so, da ist, aber eben die Sache ein bisschen interessanter und spannender macht. Ich bin jetzt nicht der größte Krimi-Leser. Ich lese vielleicht zwei Krimis im Jahr, aber es klang eben tatsächlich auch von den Rezensionen und Ähnlichem eher nach so einem spannenden Roman-Thriller als tatsächlich einen Krimi. Natürlich haben wir hier diese Ermittlungsarbeit, was so typisch Krimi ist. Aber ich bin mega gespannt auf diese Empfehlung und da es das einfach günstig gab und es auf der Wunschliste war, durfte es jetzt einfach mal mit. Und ist vom Zustand wirklich auch sehr, sehr gut. Also kann man wirklich nicht meckern. Es hat hier hinten ein paar Lagerspuren, aber ja, ich finde auch das Cover tatsächlich sehr, sehr schön und bin mega, mega gespannt. Ja, bereits beim letzten Unpacking habe ich ja gesagt, hups, mein letztes Subbuch von Dan Simmons war ja Der Berg. Mittlerweile ist ja die Königin, ja, wie auch immer das Buch heißt, bei mir eingezogen. Ich habe schon wieder vergessen, meine Güte, ich bin wirklich eine Verkalkte. Steht das hier irgendwo? Nein, auf jeden Fall ist diese Königin der... Ich krieg's nicht mehr hin, ist bei mir eingezogen. Und jetzt günstig, bei Rebuy gab es auch Helix. Und das ist, soweit ich weiß, eine Geschichtensammlung von, ich sag jetzt mal, Kurzgeschichten, Erzählungen. Genau, das ist hier so ein bisschen unterschiedlich. Wir haben hier Einleitung 1, 2, 3, 4, 5 Geschichten, unter anderem auch... Ja, etwas mit dem K2. Und da bin ich natürlich mega gespannt, ob das so ein bisschen in die Richtung vom Berg geht. Und es heißt hier so schön, das große Zukunftsepos vom Autor der Bestseller Terror und die Hyperion-Gesänge, die ich noch nicht gelesen habe. Dies ist die Geschichte von Ereignissen, die die Welt für immer verändern werden. Dies ist die Geschichte unserer Zukunft. Dan Simmons schreibt wie ein Gott. Ich kann kaum sagen, wie sehr ich ihn beneide. Stephen King. Und dann sagt auch Dean Koontz, Simmons ist mehr als brillant. Er nimmt den Leser mit an Orte, die man sich in seiner wildesten Fantasie nicht vorstellen kann. Und ich habe mich gar nicht groß, also dafür irgendwie nachgeguckt, um was es darin geht. Ich weiß nur, dass das eben Kurzgeschichten sind und es nun bei mir ja, eingezogen ist. Und ich freue mich mega, dass ich jetzt im Grunde zwei Bücher von Dan Simmons wieder auf dem Sub habe. Das Jahr ist sozusagen gerettet. Und ihr findet die Dan Simmons Lesegruppe, wenn euch das interessiert, unten auch in der Infobox. Da haben wir jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Bücher letztes Jahr gelesen, nicht alle von Dan Simmons. Es war auch eins dabei, was sich irgendwie auf die Terror bezogen hat, aber bei weitem nicht so interessant und gut. Also ich glaube, ich habe es sogar abgebrochen. Aber auf Helix freue ich mich sehr. Dann ist bei mir hoch eingezogen von Markus Sakai. Die Abnormen. Und ich habe gerade von Markus Sakai, als ich bestellt habe, Afterlife sozusagen auf dem E-Reader zu lesen begonnen.
Und ich war noch gar nicht so angetan von dem Buch, fand aber die Abnormen schon immer mega, mega spannend. Das klang für mich schon immer super interessant und ich wusste gar nicht, dass das bei Amazon rausgekommen ist, also ein Self-Publisher-Buch ist, aber es fühlt sich definitiv so an und es heißt hier auch Amazon Crossing, interessant. Und bei den Abnormen geht es um einen Thriller, auch um einen Zukunftsthriller. Und es heißt hier so schön, in Wyoming kann ein kleines Mädchen in der Art, wie jemand seine Arme verschränkt, seine dunkelsten Geheimnisse lesen. In New York erkennt ein Mann Muster im Auf und Ab der Börse und rafft 300 Milliarden Dollar zusammen. Man nennt sie Abnorme oder Geniale, Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Seit 1980 kommt ein Prozent aller Neugeborenen abnorm zur Welt und seitdem ist alles anders. Einer von ihnen ist der Agent Nick Cooper. Seine Gabe macht ihn zum erfolgreichsten Terroristenjäger. Er wird auf den vielleicht gefährlichsten Mann der Welt angesetzt, ein Genial mit dem Blut vieler Menschen an den Händen. Um an ihn heranzukommen, muss Cooper gegen all seine Grundsätze verstoßen und andere seinesgleichen hintergehen. Und das, ja, Marco Sakai wird hier als ein moderner Meister der Spannung und bewertet und es ist einer seiner, nein, unserer besten Erzähler. Und ich bin mega, mega gespannt auf diesen Thriller. Ich glaube, es gibt auch einen zweiten Teil dazu und ich bin da auch mega gespannt. Und da ich jetzt, ja, schon über die Hälfte von Afterlife habe, bin ich so, so froh, dass ich das Buch von Marco Sakai mitbestellt habe, weil ich Afterlife wirklich einen Wahnsinns düsteren Science-Fiction-Roman mit Thriller und Krimi und ja, sehr viel Düsternis empfinde und ich bin einfach mega gespannt, was er im Grunde hier dann auch noch geschrieben hat. Dann habe ich mir eine DVD bestellt und zwar zu einem Film, den ich damals im Kino gesehen habe und irgendwie auf Sky immer verpasse und zwar Interstellar, unter anderem mit Matthew McConaughey, Anne Hathaway und auch Michael Caine. Es ist von Christopher Nolan und es müsste theoretisch auch Matt Damon mitspielen, bilde ich mir ein. Er steht hier gar nicht drauf, aber ich bin der Meinung, dass hier Matt Damon mitgespielt hat, wenn auch nur ganz klein. Ja, habe ich mir das eingebildet? Ist das der falsche Film? Nein, ich glaube, Matt Damon spielt mit, aber egal. Ein Film, den ich unglaublich grandios fand, bis zu dem Moment, als die Wendung gegen Ende kommt. Und ich so beim ersten Mal schauen dachte, ha? Ich sehr lange darüber nachgedacht habe und ich ihn jetzt einfach noch ein zweites Mal sehen möchte. Und nicht nur ein zweites Mal. Ich fand ihn tatsächlich sehr genial, weil es geht hier natürlich Science-Fiction-mäßig so ein bisschen darum, durch Wurmlöcher in andere Galaxien zu kommen. Und da ticken die Zeiten anders als hier auf der Erde. Da oben ist eine Stunde, was hier 5 Jahre sind. Und ja, der Protagonist, auf dessen Namen ich jetzt mal wieder nicht komme, also einfach der von Matthew McConaughey, der ist eigentlich Farmer und die Welt geht gefühlt eben unter. Also es gibt eben, ja, man muss eben neue Planeten suchen, auf denen die Menschen ausweichen können. Und ich weiß gar nicht mal, wie er sich dazu bereit erklärt. Auf jeden Fall lässt er seine junge Tochter und seinen jungen Sohn allein auf der Welt sozusagen zurück. Und ich fand das Hammer. Ich liebe Wurmlöcher. Ich mag diesen Gedanken, dass da draußen irgendwas ist. Ob ich jetzt dazu tatsächlich bereit wäre, da ins All zu fliegen, weiß ich nicht. Aber ich fände das mega spannend und ich fand damals den Film auch wirklich genial. Ich habe vielleicht das Ende beim ersten Mal gucken nicht begriffen. Kann durchaus sein, aber ich möchte ihn jetzt unbedingt nochmal schauen. Und die DVD sieht tatsächlich auch sehr, sehr gut aus. Kann man, glaube ich, auch nicht meckern. Ich denke, wenn sich das jemand ein, zwei Mal anguckt oder einmal angeguckt hat und dann beschlossen hat, oh nee, ist doch nicht mein Film. Ja, hat auch keine Kratzer. Also von daher kann ich wirklich nicht meckern und ja, ich freue mich schon drauf. Auch ein Nichtbuch ist ja ein Computerspiel, was ich mir gekauft habe. Und ich bin ehrlich, ich habe noch nicht so oft Computerspiele gebraucht gekauft. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Und zwar die Sims, das Mittelalter. Irgendwie ist das total als Add-on an mir vorbeigegangen, beziehungsweise es ist kein Add-on, denn soweit ich weiß, braucht man die Sims nicht wirklich. Aber es ist eben so eine Quest. Also so, mir fehlt so das deutsche Wort. Also es ist so eine Simulation, die eben dir gewisse Aufgaben gibt und die du dann eben lenken kannst. Und dann wahrscheinlich, wie in so einem Spielbuch, die unterschiedlichen Bereiche im Grunde, also deine Entscheidung löst etwas auf. Ja, es ist auch der Code hier mit drin. Auch die DVD sieht gut aus. Ich weiß nicht, warum man eine DVD verkehrt rum einlegen muss. Aber gut, vielleicht zum Verschicken, um es leichter zu machen. Also ich
habe das irgendwie komplett verpasst. Bin ja aber natürlich durch mein Fantasy-Vorlieben, Game of Thrones, aktuell Frankensteins Chronicles, natürlich schon sehr auch ein bisschen in diesem Mittelalter-Ding drin. Und ich bin einfach mega, mega gespannt. Das heißt hier auch nur mittelalterliche Sims, mittelalterliche Geschichten. Dein Königreich erwartet dich. Und erstelle und lenke viele verschiedene Arten von Sims wie Monarchen, Zauberer, Schmiede, Ritter, Baten, Ärzte und mehr. Und ich glaube, es hat um die 2 Euro gekostet. Und ich dachte, ich habe noch nie viel davon gehört. Also es ist gefühlt total untergegangen, obwohl ich ein großer Sims-Spieler bin, mal mehr, mal weniger. Und ich freue mich jetzt hier einfach auf dieses Mittelalter-Ding. Weil ich kenne das ja jemand von euch und kann mir auch mal so ein bisschen erzählen, wie es ihm gefallen hat, auf was man achten muss. Ich bin einfach mega gespannt, das zu entdecken. Und jetzt fehlt noch ein Buch, das ist auch absolut richtig. Und jetzt könnt ihr mich gerne für bekloppt halten. Und ich glaube tatsächlich, das bin ich. Also herzlich willkommen. Es ist der erste Band von Jeffrey Archer, Spiel der Zeit. Dieses Büchlein hat unter 3 Euro gekostet. Ich glaube, normal kosten die Taschenbücher 10 Euro. Und ich habe ja Band 1 bis 4 zum Hören bekommen. Ja, auch Band 5 bis 7 ist schon so gut wie hier. Und ich bin im totalen Fieber von der Clifton-Saga. Ich bin ja jetzt fertig mit 3, habe ich beendet. Müsste jetzt theoretisch, wenn ihr das Video seht, vielleicht schon mit 4 in der Mitte sein, am Ende sein. Ich weiß nicht, wie schnell ich im Hören bin. Aber eine Reihe, die mich absolut fasziniert. Und ich dachte mir, ja Steffi, du willst einen der Bände auf jeden Fall im Regal haben. Und vielleicht werden es ja auch tatsächlich mal alle Bände im Regal. Ich bezweifle, dass ich sie lesen werde. Und das klingt jetzt eben auch selbst in meinen Ohren so bekloppt. Aber ich möchte ja in meinen Bücherregalen irgendwann nur Bücher haben, die ich liebe, die mir irgendwas geben, wenn ich sie angucke, die mich an irgendwas erinnern, die mich an eine schöne Geschichte erinnern. Und ich möchte, dass mich das Buch an die schönen Hörstunden erinnert, die ich jetzt einfach die letzten Wochen hatte, mit der Entschleunigung, die ich da habe. Und ich werde, glaube ich, wenn ich diese Geschichte rereaden würde, ich bin ja noch nicht fertig, ich glaube, ich würde immer zu den Hörbüchern greifen. Und dementsprechend ist das wirklich nur ein schönes Buch, was jetzt eben im Regal stehen wird. Und dafür sieht es absolut gut aus. Es ist ein bisschen, man sieht, es wurde gelesen, es wurde mal geliebt, würde ich sagen. Es hat 2, 3 Knicke hier drin. Aber ich persönlich, ich finde das wirklich nicht schlimm. Und ich finde tatsächlich den ersten Teil vom Cover sehr, sehr schön. Mir hätte auch noch, ich glaube, das ist der 4. oder 5. Band. Irgendeiner hätte mir optisch auch noch gut gefallen. Die werden jetzt ja hier nicht drin sein. Ah, dass sich auch mal ein Bild, wie der Autor aussieht. okay, sehr schön, sehr interessant. Ja, auch der 2. Teil, das Vermächtnis des Vaters, sieht ja auch sehr schön aus mit der Freiheitsstatue. Aber mal gucken, vielleicht wandern ja tatsächlich nach und nach alle der Bände mal so bei mir ein. Jetzt ist eben der erste eingezogen, einfach weil ich die Geschichte bisher so bombastisch fand und ja, ich einfach möchte, dass mich dieses Buch an diese schöne Lesezeit erinnert oder an diese Hörzeit. Und da freue ich mich einfach, dass ich es jetzt habe. Ich glaube für 2,30, 2,50 und ich finde, da kann man einfach nicht meckern. Und ich freue mich. Und und das war's nun auch schon mit dem Unpacking, mit meiner kleinen Rebuy und Medimops Bestellung. Es sind ja auch andere Dinge noch dabei als Bücher, aber natürlich bin ich jemand, der wirklich gerne gebrauchte Bücher bestelle und dementsprechend ist das natürlich ein Großteil geworden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon und möchtet darüber ein bisschen in den Kommentaren sprechen, dann lasst da gerne was hier. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.